Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Korrekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video reden wir über MW3, denn es gibt jetzt die ersten offiziellen Teaser dazu, die sehr, sehr interessant sind. Und wir reden auch noch über das Snoop Dogg Bundle, das ja heute um 19 Uhr auch in den Shop kommt. Und noch über Updates, die uns diese Woche in COD erwarten. Deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video, lasst am Ende des Videos gerne ein Like da, falls euch das Video natürlich gefallen hat. Und natürlich auch ein Abo für mehr Videos von mir in der Zukunft. So, wir gehen rein. Momentan pickt sich COD einige Streamer aus und schickt ihnen dubiose Pakete zu. Es sieht so aus, als ob die ersten Teaser zu MW3 offiziell gestartet sind. In diesem Paket befindet sich ein Nokia-Handy, eine versteckte Nachricht und eine Art Challenge, die die Streamer in-game in Warzone abschließen müssen. TP, ein Streamer, hat ein Paket bekommen, in dem sich ein Nokia-Handy befunden hat, eine versteckte Nachricht und eine Art Challenge, die er in Warzone abschließen muss. Ich weiß nicht, wie viele Streamer ein Paket bekommen haben, aber TP und Swag haben auf jeden Fall ein Paket bekommen und wahrscheinlich noch ein paar andere Streamer. Ich zeige euch jetzt hier einmal einen Clip von TP, der über das Paket von COD redet, und danach werden wir das Ganze ein bisschen analysieren. For those just joining in, we got a Call of Duty package. We had to piece together these different parts of the phone. We got a note that says, I was barely able to get this out of the prison. No time to explain. Use these items to prepare for what's to come. Now I'm getting text messages on this burner phone. It said, don't call this number, unknown caller only on it. And we got another message right now. Also, er sagt hier, dass er eine Nachricht bekommen hat, auf der steht, ich habe es gerade noch geschafft, dieses Papier aus dem Gefängnis zu bekommen. Ich habe keine Zeit, es zu erklären. Benutze diese Items, um dich auf das vorzubereiten, was bevorsteht. Und dann bekommt er Nachrichten auf seinem Handy, wie diese hier. Rufe diese Nummer nicht an, mit einer neuen Nachricht, mit bestimmten Challenges, die er in-game abschließen soll. Und während er die Challenge abschließt, verschenkt COD ihm 250 Subs. Und das ist auf jeden Fall eine Vorbereitung und das Starten des Hype-Trains für das COD 2023 Event, was am 17. August stattfinden wird. Und ein Leaker hat auch noch geschrieben, dass es etwas mit dem Live-Event zu tun hat, weil Makarovs Handys überall im Live-Event herumliegen werden, und er spricht auch, wenn du da an dieses Handy im Live-Event rangehst. Also er hat wahrscheinlich irgendeine Nachricht, die er dir überbringen möchte, wenn du ein Handy findest mit einer Anleitung für eine bestimmte Challenge, die du dann im Live-Event durchführen musst. Was noch darauf hindeutet, dass es was mit dem MW3-Event zu tun hat, ist, dass das Handy, was Activision den Streamern geschickt hat, genau dasselbe Handy ist, was wir am Ende der MW2-Kampagne im Flugzeug gesehen haben. Dort hat Makarov eine Nachricht dagelassen, in der steht No Russian, und derjenige im Flugzeug hat das Handy dann in das Glas fallen lassen und ist dann losgegangen. Und dieses Handy haben verschiedene Streamer jetzt bekommen. Also hat das Ganze mit dem MW3 Reveal Event zu tun. Und wie gesagt, verschiedene Streamer haben jetzt so ein Paket von Activision erhalten. Und jeder Streamer bzw. jede Streamerin müssen verschiedene Herausforderungen abschließen. Swag hat beispielsweise auch ein Paket bekommen. Er hat einen Schlappen mit eingeschnittener Sohle bekommen, wo sich ein Akku für das Handy befunden hat. Dann eine Dose und eine Seite. Und natürlich auch das Nokia-Handy. Auf Englisch nennt man diese Schlappen Slides, by the way. Eine Dose nennt man Can. Und das Handy nennt man Cell Phone. Wenn man jetzt 1 und 1 zusammenrechnet, das heißt Slide plus Can plus Cell, heißt es Slide Cancel. Also wird es in MW3 sehr wahrscheinlich Slide Canceling geben. Das wurde aber auch schon vor circa 2 Wochen geleakt und jetzt auch fast offiziell bestätigt. Jetzt gehen aber auch Gerüchte herum, dass Slide Canceling schon vor der neuen Warzone Map kommen soll, und zwar auf Al-Masra, weil auf Swags Handy geschrieben worden ist, dass man sich auf Al-Masra in der Zukunft schneller bewegen kann. Also wenn man jetzt nochmal 1 und 1 zusammenzählt, heißt es, dass wir Slide Canceling auf Al-Masra bekommen werden. Und das vielleicht auch schon im Season 5 Reloaded Update oder in Season 6, man weiß es nicht ganz genau. Als Beweis seht ihr jetzt hier im Hintergrund nochmal einen kurzen Clip von Swag.
Riddler, run my money right now. Right now. Are they bringing back slide canceling? It's coming back, bro. I swear. Chris, I mean, if this is not what they're hinting at, the community's gonna be pissed. I mean, listen, they're known to do some trolly ass shit. Okay, I'm gonna be honest. Listen, you got slides. I don't think this has to do with slide canceling. Chris, they gave you slides, a can, and a cell phone, and then they said in the text message that you're gonna be able to move around a Mazda faster. Wait, no. They said that. That's what it said in the text that you got. You read that out loud. You'll be expected to move more quickly in Al-Mazra. Yep. Put the context clues together, kid. There's no way. Come on, bro. Yeah, that is slide canceling. So, ihr habt das jetzt gesehen, also es ist wirklich real. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, nachdem die ganzen Streamer die Herausforderungen alle abgeschlossen haben? Gibt es dann eventuell einen geheimen Bunker, irgendwie, den man öffnen kann? Vielleicht startet auch eine Art Easter Egg, das zum Reveal-Event hinführt. Vielleicht sehen wir auch heute schon ein Update, wo wir eine Art Map-Change bekommen, damit wir irgendwo reingehen können oder sowas, wo wir vorher keinen Zugang hatten. COD hat auch letzte Woche gepostet, dass sie ihre künstlerischen Fähigkeiten und noch mehr diese Woche teilen werden. Also werden wir diese Woche auf jeden Fall neue Informationen zum Reveal-Event oder ein neues MW3 Artwork bekommen und das schon vor dem Reveal-Event. Wir wissen ja, dass wir nach dem COD 2023 Reveal-Event den Kampagnen-Trailer in-game sehen werden und diese Woche oder nächste Woche werden wir auf jeden Fall weitere Informationen bekommen. Ich bin echt gespannt, was hier alles passieren wird. Kommen wir jetzt zu einem Bundle und zwar ein Pay-to-Win-Bundle in der Art. Das Dark Ritual 3 Bundle ist hier rausgekommen. Könnt ihr euch im Shop kaufen, wenn ihr möchtet. Und es ist wieder ein kleines Pay-to-Win-Bundle, denn wir haben hier ein neues Holothermalvisier, womit man die Gegner einfach viel besser erkennen kann als mit dem normalen Holothermalvisier. Das seht ihr jetzt hier gerade auch im Hintergrund. Was ist eure Meinung dazu? Denkt ihr, es ist ein Pay-to-Win-Bundle, wenn man den Gegner ein bisschen besser erkennen kann? Ich persönlich würde sagen, dass es schon ein Pay-to-Win-Bundle ist, aber es ist noch eine Art Grauzone. Aber das Problem ist meiner Meinung nach, dass wir das immer und immer wieder von Activision sehen, so kleine Pay-to-Win-Elemente im Shop. Beispielsweise der Black Cell Hund ist ja auch eine Art Pay-to-Win, weil der Hund anfängt zu bellen, wenn Gegner in der Nähe sind. Das ist zwar kein großer ausschlaggebender Faktor, um ehrlich zu sein, aber es ist schon eine kleine Art von Pay-to-Win. Genauso wie mit den Visieren. Du kannst dir ja verschiedene Bundles kaufen, womit dein Rotpunkt oder Blaupunkt oder Lila-Punkt, wie auch immer, etwas kleiner ist, damit du die Gegner einfach besser treffen kannst. Das ist auch eine Art von Pay-to-Win. Und ich persönlich finde das Ganze nicht gut. Ich finde, dass es sowas nicht geben sollte. Und das entwickelt sich alles in eine schlechte Richtung, beziehungsweise in eine falsche Richtung. Und ich möchte das Ganze nicht. Und ich hoffe, dass Activision das auch irgendwann mal einsieht, dass es nicht gut ist. Weil wir haben ja auch DMC Pay-to-Win-Elemente im Shop. Und irgendwann werden wir noch krassere Pay-to-Win-Elemente im Shop sehen, wenn sie das die ganze Zeit weitermachen. Und ich persönlich finde es wirklich gar nicht gut. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Kommen wir nun zu einem Bundle, das heute rauskommen wird. Das ist das Snoop Dogg Bundle und zwar kommt das heute um 19 Uhr raus. Wir haben gestern schon einen kleinen Trailer dazu von COD bekommen und das ganze Bundle wird 2400 COD-Punkte kosten. Es werden zwei Snoop Dogg Operator Skins im Bundle enthalten sein. Wir bekommen einen Finishing Move und wir haben hier drei Waffen Blueprints mit Tracer Munition. Einmal für die TAC 56, für die P90 und für die F-Tech Siege. Dann haben wir ein Fahrzeugskin, das ist der High Rider, einen Iced Out Talisman, ein Emblem und einen Loading Screen. Und wie gesagt, das kommt heute um 19 Uhr raus. Das wird das erste Bundle aus dem Hip-Hop-Event sein, das ja auch heute startet. Das zweite Bundle ist das Nicki Minaj-Bundle. Dafür haben wir bis jetzt aber kein Datum. Einige sagen, dass es am 18. oder 19. August rauskommen soll. Und das dritte Bundle, das wir bekommen werden, ist das 21 Savage-Bundle, das irgendwann im Season 5 Reloaded-Update kommen wird. Außerdem werden wir zur Feier des 50-jährigen Jubiläums von Hip-Hop ab heute um 19 Uhr täglich
persönliche Einlog-Boni bekommen. Und zwar geht das Ganze bis zum 16. August um 19 Uhr. Wenn du dich in diesem Zeitraum mindestens viermal einloggst, bekommst du am ersten Tag einen 80er Hip-Hop-War-Track, am zweiten Tag einen 90er War-Track, am dritten Tag einen 2000er War-Track, die du dann in deinen Fahrzeugen einfach laufen lassen kannst und damit der coolste im Game bist. Am vierten Tag bekommst du dann eine Waffen-Blueprint für die Tag V und COD muss auf jeden Fall auch noch ein weiteres Update raushauen, entweder heute um 19 Uhr oder nächste Woche, um das Spiel auf das COD 2023 Reveal-Event vorzubereiten. Das heißt, sie müssen die M13C, das Sturmgewehr, das wir im Live-Event freischalten können, in die Daten packen. Dann müssen sie das Nicki Minaj-Bundle fixen, weil das momentan verbuggt ist und so weiter und so fort. Sowas machen sie normalerweise am Montag und dann mit Patch Notes. Und am Mittwoch bekommen wir dann immer Playlist-Updates. Wir wissen ja bereits, was für eine Playlist wir diesen Mittwoch bekommen werden. Und zwar ist es folgende. Ranked Trios bleibt natürlich wie immer drin. Wir werden Al-Masra Quads bekommen, Vondel Solos plus Duos. Wir werden Mini Royal Al-Masra Trios bekommen. Wir werden Wiederauferstehung Ashika Quads bekommen, Map-Rotation Solos, Duos und Trios und Beutegeld Quads. Eventuell bekommen wir dann noch irgendwie Map-Changes, wenn es anfängt mit dem Easter Egg, dass wir in irgendeinen Bunker reingehen oder sowas. Ich weiß es aber nicht. Wir müssen uns da überraschen lassen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das war's jetzt mit dem Video, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und auch gerne ein Abo dalassen. Ich bin auch, by the way, täglich live von 16, 17 Uhr bis 21 Uhr. Kommt da gerne rein. Wir zocken Ranked und sammeln SR-Punkte. Der Link ist oben in der Beschreibung. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder im Stream. Haut rein und ciao.